Der Täter ist in der Nähe. Wir haben ihn. Suche! Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und es ist gerade 1.46 Uhr, 47 und wirklich, hier ist absolut tote Hose, das heißt, ich kann richtig laut sein, ohne dass es einen stört. Ich meine, keiner wird... Paddy Fuchs. Bitte. Paddy Fuchs. Im heutigen Video würde ich euch gerne eine Real-Life-Story erzählen, die jetzt ziemlich aktuell ist, beziehungsweise sich über Monate lang jetzt gezogen hat und mit einem ziemlich überraschenden Ende jetzt geendet ist. Und ja, ich dachte, ich erzähle die einfach mal hier auf YouTube. Hoffentlich wird mir das nicht zum Verhängnis. In einem guten Detail. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habt, ne? Aber abends hörst du ab und zu so Geräusche, wenn du ganz alleine bist, wo man richtig Paras plötzlich schiebt. Abonniert den Mann, ja! Ja, das hört man noch gerne. Ey, seht ihr vielleicht diese Fahne, die da hinten so weht? Ich schwöre, ich habe mir eingebildet, das ist ein Mensch. Um die Real-Life-Story euch aber wirklich gut zu erzählen und gut im Detail, muss ich wirklich ausschweifen. Aufschlitzen, Bruder. Dafür müssen wir zurück ins Jahr 2018. Huch, das war dann doch ein Clip aus meiner Kindheit. So ist es halbwegs richtig. Wir haben zwar nicht das Jahr 2018. Wir gehen nach der Geschichte und die ist halt im Jahre 2018 passiert. Dazu brauchen wir allerdings einen wunderbaren Tee. Ihr müsst euch vorstellen, im Dezember 2018 bin ich nach Amsterdam gefahren. Es kam dazu, dass ich halt meiner Ex-Freundin ein Überraschungsurlaub-Wochenende gönnen wollte. Also sprich, dass wir einfach zusammen nach Amsterdam fahren, so einen Trip machen. Ich habe sie damit überrascht. Sag ich auch ernst ehrlich, wenn ihr eine Beziehung habt, so kleine, Überraschungen, schon etwas größere Überraschungen gewesen. Kleine Trips mit der Freundin oder halt auch so kleine Überraschungen sind mega cool. Also ich fand es echt, echt cool, mit ihr da zu sein. Wir waren dann in Amsterdam, allerdings war ich schon mal wegen meinem Pommes-Video in Amsterdam. Vielleicht kennen das ja einige von euch. Hab da allerdings nur 2 Stunden gechillt, kurz die Pommes probiert und sind wir weiter wieder zurück nach Hamburg gefahren. Und ich wollte mal Amsterdam richtig erleben. Es war echt eine ewige Fahrt, weil, hey, komm, ganz ehrlich, Amsterdam war da ein bisschen teuer, muss ich sagen, zu der Zeit. 100 Euro, glaube ich, das Hotel gekostet für 2 Nächte. Und halt die Hinfahrt war allerdings nicht so teuer. Das war dann irgendwie nur so. Mit der Bahn 6 Stunden, glaube ich, waren das ungefähr. Plus nochmal umsteigen mit dem Bus. Plus nochmal umsteigen in eine andere Bahn. Hat dann irgendwie 20, 40 Euro so gekostet. Ging auf jeden Fall noch klar. Amsterdam habe ich erkundet und wirklich, Amsterdam ist eine mega coole Stadt zum Chillen. Und es ist wirklich schön, diese Brücken, die darüber gehen. Echt geil designt, Alter. Man fühlt sich da schon wohl. Und, ihr wisst ja, ich bin ein Driver. Und Fahrradfahrer haben da so viel Macht, das ist unglaublich. Ich meine, ich weiß noch, ich bin so gegangen und ein Fahrradfahrer-Arschloch ist einfach an mir vorbeigefahren. Ich bin so, und der Typ, der hat komplett drauf geschissen, weil er hat anscheinend irgendwie das Recht in Amsterdam. Krass, Mann, Fahrradfahrer sind da wirklich böse. Achtung, hallo! Und natürlich, wenn ihr in Amsterdam denkt, denkt ihr natürlich auch an Kiffen, das ist ja klar, Alter. Ich sag euch, Leute. Wegen meiner damaligen Krebskrankheit darf ich halt nichts konsumieren. In dem Sinne, dass ich halt nicht rauchen darf oder sonst was. Ich rauche keine Shisha oder Zigaretten oder kann auch keine Joints rauchen. Also bin ich einfach in so einen Coffeeshop gegangen. Und ja, nicht so einen Kaffeeshop, wo jetzt Kaffee verkauft wird, sondern halt wirklich so einen Coffeeshop, wo man einfach dann so einen Brownie kaufen konnte. Natürlich auch ganz viele Joints und so weiter und so fort. Da gab es dann so mega abgespaced Grassorten. Crystal Mistle, Radle, Javel Crispy, Gras von der Kuh. Oh, ganz, ganz krankes Zeug. Und ich habe mir den Brownie dann gekauft. Dann haben wir noch einen schönen Tag in Amsterdam gehabt. Und dann waren wir im Hotelzimmer. Dann halb Brownie gegessen, aber man muss natürlich mal bedenken, dass der Brownie dann wirkt, also dass da wirklich diese Wirkung kommt bei diesem High sein, dass das THC in dein Blut geht. Das dauert einfach ein bisschen, weil der Körper das ja verarbeiten muss, verdauen muss, ins Blut kommt, bla bla bla. Nach einer halben Stunde habe ich so gedacht, so, boah, Digga, schade, Mann, das wirkt vielleicht, glaube ich, nicht bei mir oder so. Ich dachte, ey, ich bin so resistent, ich bin so cool oder so. Nein, also nach einer Stunde kam so langsam diese Wirkung, ich dachte, ah, komm, ich leg mal ein bisschen nach. Ganzen Brownie dann gegessen. Ey, Leute, ich war absolut im Universum. Ich meine, es war wirklich... Alter, ich war so... Es war richtig Wahnsinn, ey. Also es war wirklich abnormal kranker Trip. Ich habe meine eigenen Videos angeguckt und ich schwöre es euch, es war so, als ob ich einen anderen Menschen gesehen hätte. Das war echt komisch, Mann. Ich habe Family Guy geguckt und Alter, Family Guy ist ja so eine Kifferserie. Ich habe so gelacht, das Handy ausgemacht hat, weil ich bin fast erstickt am Lachen. Das war ein kranker Lachflash. Ich habe noch nie mal so einen kranken Lachflash gehabt. Junge, war das heftig, wenn ich drüber nachdenke. Es war richtig so... Okay, so schlimm war es auch nicht, aber ich habe wirklich behindert gelacht. Das war richtig krank. Und ich habe ein Ben und Jerry in gefühlt 3 Minuten zerfetzt, Alter. Ich so, lecker, lecker. Auf THC sind die Geschmacksknospen oder allgemein die Sinne so ein bisschen erweitert. Du spürst alles ein bisschen intensiver. Und nein, ich weiß, wahrscheinlich sind einige von euch etwas jünger und denken sich, hey, die Rapper sagen in den Videos, Gras ist geil. Evanyo riecht Gras jetzt so ein bisschen gut an. Ich sag euch gleich nochmal ganz genau meine Meinung, weil ich habe auch wirklich sehr schlechte Erfahrungen mit Gras gemacht. Aber was den Amsterdam-Trip angeht, war das wirklich eine ziemlich krasse Erfahrung. Am nächsten Tag war ich auch noch so high, das war richtig krank, Mann. Ich war noch im Rückweg dann am nächsten Tag. Ich habe keinen...
Ich habe einfach keinen Rückflug gebucht. Ich bin echt so behindert. Ich habe einfach drauf geschissen. Dann haben wir ganz, ganz spontan irgendeinen Flixbus erwischt. War halt so benebelt an diesem Tag. Aber nicht im negativen Sinn. Ich muss wirklich sagen, das war eine ziemlich positive Erfahrung. Aber ich war richtig benebelt, sodass ich dann, wie wir im Bus waren, habe ich so ein bisschen gechillt immer so. Als wir dann in Hamburg ankamen um 23 Uhr irgendwas, also schon sehr spät abends, hatten wir noch so eine kleine Tüte dabei. Und in dieser Tüte Schokolade mitgenommen. Und dieser Schokolade soll angeblich auch THC sein und so weiter und so fort. Und da war allerdings noch so ein ganz, ganz kleines Päckchen Gras. Lustig ist, das hat halt damals meine Ex-Freundin gehört. Und dieses Gras hat sie in Hamburg mitgenommen, notfallsmäßig, weil sie dachte, ja, vielleicht dauert es dann zu lange nach Amsterdam. Und hat es dann einfach vergessen, irgendwie zu rauchen oder einfach sagen, okay, wegzuwerfen wäre wahrscheinlich ein bisschen behindert gewesen, weil es ja schon Geld gekostet hat. Es geht einfach nur darum, wir hatten dieses kleine Scheißpäckchen dann noch in der Tüte, wo auch die Schokolade drin ist. Und ich steige dann aus dem Bus aus, richtig so auch noch so benebelt, so yeah. Nimm so die Tüte aus dem Bus halt raus und wirklich, ich nehme so raus, dreh mich so einen Schritt und dann direkt so. Zoll Hamburg. Also der Zoll hatte einfach das Recht zu sagen, ich darf dich jetzt durchsuchen. Und dann haben sie gesagt, ja, haben sie was dabei? Haben sie irgendwelche Betäubungsmittel dabei? Blablabla. Ihr müsst euch vorstellen, jeder Bastard steigt aus diesem abgewichsten Drecksflixbus. Alle so, yeah. Und ich komme da raus und direkt so, diese Fresse nehmen wir mal ins Visier. Das Problem habe ich leider öfters. Meine Fresse ist ziemlich komisch. Ich treffe immer sehr, sehr verrückte Menschen, Alter, wenn ihr euch vorstellt, was ich für geisteskranke Menschen in meinem Leben getroffen habe. Weil irgendwie meine Fresse die teilweise anzieht. Ich meine, ihr seid ja nicht umsonst meine Zuschauer. Also, möchtest du sagen, Zuschauern auch einen Knall? Ja. Derbo. Natürlich habe ich erstmal so Nein gesagt. Und dann haben die halt den Koffer durchsucht, alles durchsucht. Komischerweise waren die auch eigentlich ziemlich korrekt drauf. Die hatten auch irgendwie so, glaube ich, eine Art von Waffe oder so dabei. Ich bin gar nicht mehr so ganz sicher. Haben so ein bisschen Smalltalk mit denen geredet. Die haben so, ja, da haben wir was hochgenommen. Bla. Wir sind einfach jüngere Menschen, die wahrscheinlich nicht aussehen, als ob wir jetzt ganz groß in großen Sachen hier Gras nach Hamburg schmuggeln wollen, das verkaufen wollen. Die sahen einfach aus wie Touris, die aus Amsterdam kommen. Und dann haben die halt was gefunden. Und dann haben die halt ja gesagt, ey, wem gehört das? Und natürlich, das ist ja klar, Leute, sage ich natürlich, dass es von mir ist, dass die Schuld sogar auf mich nehme. Jetzt nein, ich bin jetzt kein Ehrenmann oder sonst was. Sondern ist einfach klar, weil ist meine Freundin, ich will natürlich meine Freundin Stress kriegen. Deswegen habe ich das natürlich auf mich genommen. Und die haben mich dann aufgeschrieben, hier und da, bla bla bla, Personaldaten und dies und das. Aber das Ding ist, die hatten so ein kleines Scheißpäckchen. Das waren 0,1 oder 2 Gramm. Also wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Dann noch nicht mal aus Amsterdam, also nicht mal der gute Stoff, sage ich mal, sondern hier aus Hamburg noch. Der roch auch ein bisschen komisch, war, glaube ich, mit irgendeiner Scheiße gestreckt. Ratten. Und dann finden die das aufgeschrieben, alles beschlagnahmt. Die meinten halt selber dann so, ja komm, musst dir keine Sorgen machen, wir müssen das machen, weil das unser Beruf ist. Aber das sind jetzt 0,1 oder 2 Gramm. Da wird schon nichts passieren, aber wir müssen das halt weitergeben, weil das Pflicht ist, weil das sind auch Kameras gewesen, die hat das ja gesehen, hätten die uns laufen lassen, sage ich mal. Deswegen ist okay, dachte ich mir, ja komm, was soll's, Digga. Aber das war halt im Dezember 2018. Und schreibt mir super gerne, wenn ihr wollt, einfach mal eure Meinung in die Kommentare, was Gras angeht. Ich weiß noch, als ich dann Amsterdam noch war, das wollte ich noch kurz anhängen, habe ich einen Snap gemacht, wo eine andere Person einen Joint in der Hand hatte. Also ganz klar, ich habe nicht gekifft und haben mir ganz, ganz viele Leute geschrieben, Evanio, kifft nicht, das ist schlecht, das ist böse. Alter, die Leute betrinken sich jedes scheiß Wochenende in abgefuckten Clubs, sind Wespe. Sind aggressiv wie sonst was drauf. Und da sagt auch keiner, bitte hört auf zu trinken. Ich will nicht sagen, dass Gras jetzt harmlos ist. Aber Alter, Zigaretten und Alkohol sind so dermaßen schlimmer, ne? Egal, du leg dich hier hin. Gras, das böse Thema, das man nicht ansprechen darf. Vorher möchte ich wirklich sagen, einige von euch sind bestimmt jünger, die dieses gerade Video sehen. Und einige sind vielleicht schon älter und können sich mit dem Thema besser auseinandersetzen. Oder haben sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich kann wirklich nur sagen, tut, was ihr nicht lassen könnt. Allerdings tut es wirklich mit Vorsicht. Und wenn vielleicht mit jemand erfahren ist oder am besten einfach, wenn ihr volljährig seid. Vor allem derzeit ist es wahrscheinlich ziemlich schwer für die etwas Jugendlichen von euch. Vor allem wegen der ganzen Musik, diesen ganzen Einflüssen. Wahrscheinlich kiffen vielleicht ein, zwei Freunde von euch. Und ihr denkt euch, ah, Digga, ich will auch mal probieren. Konsumiert es, wenn ihr es konsumiert, wirklich nicht regelmäßig, Alter. Das kann wirklich euer Leben extrem schleifen lassen. Vor allem, wenn ihr jünger seid. Ich bin auch nur so ein Typ aus dem Internet, der euch nicht verbieten kann, was ihr tun und lassen könnt. Ich kann euch einfach nur meine Erfahrungen mitgeben und ich kann euch sagen, ich habe wirklich in Amsterdam eine ziemlich positive Erfahrung mitgenommen. Allerdings habe ich auch ein Video schon gemacht, wo ich etwas ausführlicher erklärt habe, aber ich habe so eine ultra beschissene Erfahrung mit Gras gemacht. In dem Video könnt ihr sie nochmal ausführlich angucken, wenn ihr Bock habt. Allerdings erkläre ich mal die Kurzfassung. Mein Ex-Freund und ich haben uns nochmal Brownies selber zu Hause gemacht, weil ich halt auf diesen Geschmack gekommen bin. Nicht diese Sucht oder so. So ein paar Wochen später dachte ich mir, hey, wäre nochmal cool, so einen Trip zu haben. Dann haben wir uns Brownies gemacht, haben viel zu viel Gras genommen, hat einen ultra, ultra böse Brownie. Ich habe einen gegessen, es hat nach einer Stunde nicht gewirkt. Dann habe ich noch einen gegessen und ich schwöre es euch, es war so, als ob ich in einer anderen Welt wäre. Und das hört sich komplett behindert vielleicht an, aber es war wirklich so, als ob ich in einer anderen fucking Welt bin und es war die Hölle, Mann. Bin einfach zusammengebrochen, habe durchgehend gekotzt und war 2 Tage einfach flach. Es hat sich wirklich angefühlt, das meine ich halt ohne Scheiß jetzt, als ob ich sterbe. Ich habe die Augen zugemacht, habe ein Licht gesehen und dachte, Digga, es ist vorbei. Ich habe mir wirklich eingeredet, Digga, es ist vorbei und bin so umgekippt. So, ey, das war brutal, Mann. Und es war nur Gras, das so verharmlosigt wird. Ich bin auch dafür und ich sage wirklich, man sollte Gras legalisieren. So mal, wie es in Amsterdam macht, funktioniert es doch. Aber so leicht ist es natürlich nicht, einfach das so zu sagen, so, ja, ist jetzt legalisiert, ja, go. Nein, natürlich ist es ein bisschen schwerer, die ganze Politik und so weiter und so fort. Aber der Staat hält einfach eine Medizin zurück, mit der man wirklich Krankheiten gut besiegen könnte oder in den Griff kriegen könnte. Aber naja, am Ende des Tages dreht sich wahrscheinlich alles um Geld und wer weiß, was da im Hintergrund abgeht. Ja, vielleicht wird es ja noch legalisiert, sehen wir ja dann. Ich sag euch, es kann auch ultra nach hinten losgehen. Also passt da auf jeden Fall aus. Passt da auf jeden Fall aus.
Passt auf jeden Fall auf, was... Hallo. Passt auf jeden Fall auf, was ihr konsumiert, wie viel ihr konsumiert. Und am besten habt ihr noch jemanden dabei, der erfahrener ist. Oder lasst es komplett. Es ist ja kein Muss. Man muss es ja nicht tun. Ich habe es einfach nur getan, weil ich dachte, hey, ich wollte mal diese Erfahrung machen. Aber ich bin ja auch in Anführungszeichen, mein Alter werde ich niemals verraten, aber etwas älter, wo ich da das schon mich nicht schädigt oder sonst was. Deswegen ging das, sage ich mal, klar. Aber, so viel zu Story. Und wir sind zurück in der heutigen Zeit, beziehungsweise letzte Woche. Weil letzte Woche habe ich einfach Frühstück gemacht, einen netten Morgen gemacht. Ich glaube, ich habe ein Omelette gemacht. Dann stehe ich da. Plötzlich kommt mein Vater reingestürmt. So, er meinte so, hey, was ist das für ein Brief? Polizei Hamburg, Staatsanwaltschaft, was ist das? Was hast du getan? Okay, so hat er nicht gesagt. Er hat es mir auf Russisch gesagt mit Suka, ja, вот не понимаю, na. Ich bin halt Russe, mein Vater ist sehr russisch. Aber, und dann öffne ich so den Brief und sehe einfach so, Staatsanwaltschaft Hamburg. Denk mir erstmal so, hä? Was habe ich denn bitte getan, Digga? Weil ich muss wirklich sagen, ich habe das komplett verplant, dass ich angeblich irgendwas getan habe. Da steht einfach so, sehr geehrter, bla bla bla, in dem hier anhängenden Ermittlungsverfahren wird Ihnen vorgeworfen, eine Straftat begangen zu haben. Gemäß Schwanzabschnitt 35, bla bla bla, wird von einer öffentlichen Klage abgesehen, wenn Sie einen Geldbetrag in Höhe von 300 Euro an die und die IBAN und Bank und so weiter schicken. Ich dachte erstmal, okay, gut, das ist irgendwie so ein Fake-Brief. So ein Staatsanwaltschaftsbrief, so kann man ja mittlerweile ehrlich gut faken, wahrscheinlich mit Photoshop oder auch mit Word. Und ich, Idiot, hab dann irgendwie Angst und denke, ja gut, ich zahle die 300 Euro ohne nachzufragen. Aber nein, ihr kriegt mich nicht. Weil ich habe dann so ein bisschen Details angeguckt im Brief. Und zum Beispiel hier war das Datum durchgestrichen. Und ich dachte mir so, Digga, Mann, ist das unprofessionell. Das kann doch nicht echt sein, ne? Vor allem, weil ich auch wirklich, also ungelogen, das Null im Kopf hatte mit Amsterdam. Und dann habe ich da angerufen und dann hatten wir ein ziemlich komisches Gespräch. Wer ist bei mir? Ja, moin, ja, ich habe einen Brief bekommen von der Staatsanwaltschaft und ja, Digga, ich frage mich, was da Quatsch soll. Und du möchtest das gerne ablösen, das Karma, ne? Wenn das gegen die Geldstrafe hilft. Geh mal in dich hinein. Was? Warte, wo willst du rein? Ich bin jetzt auch schon in dir drin. Was? Wo? Ich hab den mit sexuellen Karma bei dir und im Beziehungskarma. Alter, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Das werde ich befreien, wenn du mir die Genehmigung gibst. Oh! Danke, Alter. In Wirklichkeit hatten wir einfach ein ganz normales Gespräch, Leute. Natürlich bleibt was sowas angeht, natürlich professioneller und sagt nicht, ey, ihr Hurensöhne, was geht? Ey, du Mist geworden. Nein, das passiert natürlich nicht, sondern ich habe ganz normal geredet. Ich habe ihr auch gesagt, Alter, 0,1 Gramm, das ist doch albern und so. Sie meinte, ja, das sind halt die Gesetze. Ja, dann leck mich. Okay, nein, die Frau war eigentlich echt nett am Telefon. Aber trotzdem, Alter, willst du mich verarschen wegen so einer kleinen Scheiße? So einer kleinen Pisse will sie 300 Euro von mir haben. Diese Kamera, mit der ich gerade aufnehme, für 350 Euro gekauft. 300 Mäuse, Mann. Damit kann ich einfach... Moment. Verdammte Scheiße, 100 Döner. Alter, meine Fresse. Und das muss ich jetzt einfach für so eine Scheiße bezahlen. Ist mega blöd gelaufen, ist auch meine Schuld. Das sage ich auch gar nichts gegen, Digga. Aber trotzdem denke ich mir so, Alter, Junge, mach dir so ein Theater wegen so einer kleinen Pisse. Digga, ich habe doch keinen Menschen abgestochen oder irgendwas Schlimmes getan oder jemand ausgetan. Digga, das ist doch komplett behindert und albern. Zahle ich, es tut weh, also tut wirklich echt weh. Aber mit 300 Euro könnte ich was Besseres anstellen. Aber gut, Digga, was soll man machen, ne? So ist halt die deutsche Politik. Ich hoffe trotzdem, die Real-Life-Story konnte euch irgendwie unterhalten und hat euch einfach gefallen. Lasst ein Like auf dem Video da, wenn ihr Bock habt. Und ein Abo auf dem Kanal, falls ihr noch nicht getan habt. Das war's jetzt mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Wo?